Herr Rosiepen, was haben Sie zum Motto des RSNA Personalized Medicine im Portfolio? Ja, hier bieten wir unsere Multimodality-Packs an zur Akquise von verschiedenen Bilddaten und Quellen, wie zum Beispiel CT, MR, Mammographie, aber auch EKG, Ultraschall, Endoskopie. Das bedeutet, dass PACS-Lösungen auch über die Grenzen einer Abteilung hinweg eingesetzt werden? Ganz genau. Wir verstehen das dann als Enterprise-PACS, die Zusammenführung verschiedener bildgebender Verfahren von verschiedenen Abteilungen in einem Archiv, in einem System. Das bedeutet also Kardiologie, Chirurgie, Gynäkologie? Ganz genau. Und dann hier der interdisziplinäre Austausch verschiedener Informationen innerhalb eines Systems. Wie adressiert Visus die unterschiedlichen Märkte? Ja, wir haben ja allein in Europa verschiedene Märkte. Wir haben gesetzliche PACS-Märkte, was die Radiologie angeht, aber wir haben im Prinzip auch ganz offene Märkte in Osteuropa und mit dem Enterprise-PACS-Thema können wir da ganz flexibel darauf reagieren. Zum einen haben wir die reine PACS-Lösung, die reine radiologische PACS-Lösung, wo wir Märkte wie Polen, Ungarn sehr erfolgreich sind, oder aber auch die Enterprise-PACS-Lösung oder wie es die Holländer gerne nennen, die PACS-2-Lösung, das heißt das zweite PACS zu einem bestehenden Radiologie-PACS aufzusetzen in den Benelux-Märkten.